Immer mehr Menschen kommen zu der Überzeugung, dass die Massenmedien keine vertrauenswürdigen Diener der Öffentlichkeit mehr sind. Teils bewusst, teils unbewusst enthalten sie der Öffentlichkeit zahllose Informationen oder Gegendarstellungen vor. Auch unsere Gesellschaft hat ein Recht auf unzensierte Berichterstattung. Es ist Zeit, der gebildeten Menschheit Gelegenheit zu mündigen Entscheidungen zu geben. In Multithemenkonferenzen wird es der Bevölkerung wieder möglich gemacht, kompetente Gegenstimmen zu vorherrschenden Meinungen auf wirtschaftlicher, politischer, medizinischer, wissenschaftlicher, philosophischer und religiöser Ebene zu finden. Entscheidend dabei ist nicht, wer etwas sagt, sondern was er sagt. AZK ist eine internationale, überparteiliche, freie Informationsbewegung. AZK-Konferenzen sind unkommerziell und darum für jeden Besucher unentgeltlich. Die Völker haben ein Recht auf Stimmen und Gegenstimmen. Wenn wir es wissen, können wir dagegen angehen. Wenn wir es nicht wissen, findet es ja genauso statt. Sehen Sie, deswegen können Sie mit uns machen, was Sie wollen, weil wir einfach zu wenig Informationen haben. Das liegt natürlich genau, weil die Medien an den Pharmas und den Chemieriesen hängen, aber weniger an uns. Das hat nichts mit Gesundheit zu tun, sondern das geht um den Profit. Das Geld ist nicht unsere Macht. Unsere Macht ist, dass wir uns gegenseitig haben. Dass wir die Menschen haben, die für Wirklichkeiten einstehen. Hat Ihnen die AZK etwas gebracht? Definitiv, ja. Es hat mir die Augen geöffnet, ja. Ich danke den Referenten vorweg ganz herzlich, dass ihr die Mühe genommen habt, hierher zu kommen. Ich freue mich jetzt schon auf den sicher spannenden Tag. Wir freuen uns auf die Vielfalt. Wir hatten einen Referentenüberschuss, also wir mussten teilweise Referenten noch bitten, auf die nächste AZK zu warten. Wir wissen jetzt schon, spannende Dinge kommen noch auf uns zu. Jahre schulmedizinische Forschung beweisen, dass Impfungen mehr Leid und Tod als jede andere menschliche Aktivität in der gesamten Geschichte der Medizin verursachen. Ich sage mal, wenn das stimmt, wenn diese Aussage stimmt, dann haben wir ein Recht, etwas darüber zu hören. Und Anita Petek, wenn es mir recht ist, Sie werden heute 200 Jahre Rückblick machen, nicht nur 100 Jahre, ist das richtig? Sie beginnt mit 200 Jahre Rückblick über die Impfgeschichte und wird dann in eine spannende kritische Beobachtung, Impfen Sinn oder Unsinn, einmündig. Ich wünsche viel Gelingen beim Vortrag. Es gibt keine einzige Wirksamkeitsstudie von Impfungen. Das heißt, auch unsere Zulassungsbehörden haben keine einzige Wirksamkeitsstudie von Impfungen und trotzdem werden die Impfungen zugelassen. 90% von diesen Inhaltsstoffen sind reine Nervengifte. Formaldehyd ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten. Das ist der Stoff, den die Möbelhersteller schon lange nicht mehr in die Möbel einbauen dürfen, weil man weiß, dass wenn ich zwischen diesen Möbeln lebe und das einatme, dass das krebserregend ist. Aber unseren 2 Monate alten Kindern darf ich diesen Stoff ungeschützt einfach so in den Körper hineinspritzen. Und dann wird noch behauptet, das macht stramme und gesunde Erwachsene. Das Risiko eines Kindes und Jugendlichen an Tetanus zu erkranken ist gleich hoch wie der von einem Meteoriten erschlagen zu werden. Mal die kranken Kinder, die dürfen nicht geimpft werden, das ist denn klar. Und die gesunden Kinder, die braucht man auch nicht impfen, die brauchen nämlich keine Impfung. Als nächsten Vortrag heute ist jetzt Dr. Med. Hans-Christoph Scheiner unter uns. Er wird uns über Strahlung auch wieder etwas sagen, Mobilfunk. Da stellt sich die Frage, Mobilfunk, hat das nur mit Klängen und Geräuschen zu tun oder kann man damit auch andere Dinge bewirken? Aber ich möchte, meine lieben Damen und Herren, noch ein kräftiges Stück für Ihre Gesundheit tun. Und jetzt mal gleich eine Frage, wer von Ihnen hat denn ein schnurloses Telefon zu Hause? Ah, so viele schöne Hände. Und wer von diesen guten, lieben, schönen Händen möchte denn gesund bleiben?
und wünscht das Gleiche seinen Kindern. Aber das sind ja genauso viele. Gut, dann passen Sie auf, meine lieben Damen und Herren, fühlen sich bitte nicht vergackeiert. Die Schnurlostelefone, die Sie zu Hause haben, die sind brandgefährlich. Diese Schnurlostelefone, die funken 24 Stunden lang, ob Sie telefonieren oder nicht. Und man fragt sich, warum hat denn in dieser Ortschaft, die nahe an der Autobahn liegt, kamen drei zusätzliche Mobilfunkantennen und schon kam es zu einer sprunghaften Vermehrung der Krebsneuerkrankungen und die Leute sind früher am Krebs erkrankt. Und wir werden gleich sehen, dass es tatsächlich unter Einfluss dieser Hochfrequenzen, dieses dichten Funknetzes zu einer Renaissance von allen möglichen Infektionskrankheiten kommt, aus scheinbar heiterem Himmel, weil die Körperabwehr durch eine Absenkung unseres Schlaf- und Abwehrhormons Melatonin so reduziert ist. Diese Frequenzen von 7 bis 13 Hertz, der sogenannte Alpha-Bereich, der Bereich, in dem der Mensch gesund wird. Und deswegen ist es so problematisch, wenn man an dieser Frequenzschraube dreht, da kann man tatsächlich die Menschen entweder glücklich oder sehr traurig, sehr depressiv, suizidal oder in manische Raserei versetzen. Ich glaube, dass wir wirklich in den Medien einfach sehr, sehr stark belogen werden. Dass einfach nicht die Wahrheit ans Licht kommt, dass wir einfach manipuliert werden auch. Und ich möchte andere Stimmen dazu hören. Wir sind mit einem lieben Freund, den ich Ihnen im Anschluss als Elektrosensiblen und Elektroallergiker, als einen modernen Technikmenschen, der durch die Technik so krank gemacht wurde, dass er jetzt in Funklöchern in den Wäldern leben muss, mit dem Herrn Ulrich Weiner, der nachher zu Ihnen sprechen wird und Ihnen seine Erfahrungen mitteilt. Also mein Name ist Uli Weiner und ich darf Ihnen heute ein bisschen was aus meiner Geschichte erzählen. Ich selber bin vom Beruf Mobilfunktechniker. Ich habe angefangen mit dieser Thematik, da war ich 10 Jahre alt. Also viele Leute bekommen über Nacht eine Funkbelastung, in dem Fall eher vom Fenster. Viele Menschen wissen gar nicht, wie so ein Mobilfunksender aussieht und werden aber trotzdem krank. Passt mit dieser digitalen Funktechnik auf, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das ungefährlich ist. Und das ist auch das, gleichzeitig auch das Teufelste an dem ganzen System. Man ist ja nicht so, dass man heute Handy telefoniert und 2 Minuten später hat man so Kopfweh, dass man es lässt. Also bei mir ist es mittlerweile so. Aber das ist nicht der Durchschnitt, sondern es kommt Jahre versetzt. Also bei mir kam es so zwischen nach 7 bis 10 Jahren. Und genau das ist nun ein Ergebnis im Zwischenbericht der sogenannten Interphone-Studie. Darin heißt es, wer das Handy mehr als 10 Jahre hauptsächlich auf einer Seite vom Kopf benutzt hat, hat dort ein signifikant erhöhtes Risiko, einen Tumor am Hörnerv oder einen Hirntumor, ein Gliom, zu bekommen. Über 600 Seiten fassen Wissenschaftler 2000 Studien zu elektromagnetischen Feldern zusammen. Sie kommen zu eindeutigen Ergebnissen, beziffern sogar das Hirntumorrisiko von langjährigen Nutzern. Nach mehr als 10 Jahren Handynutzung erhöht sich das Hirntumorrisiko um 20 bis 200%. Das normale Festnetztelefon gibt es in vielen Regionen hier in Europa schon fast 100 Jahre und man hat nie Beschwerden gehabt. Das Handy gibt es seit 15 Jahren und es ist eine heftigste Diskussion überall zu dem Thema. Und ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, meldet das Handy ab, es bringt eigentlich nur Leid und Schaden. Und denkt an die Kinder. Es ist ein Angriff auf die Familie, es ist ein Angriff aufs Leben, diese Technik. Und es gibt nur einen Weg, dem zu begegnen. Und es ist absolut konsequenter Verzicht. Es gibt keinen anderen Weg. Die Mobilfunkindustrie geht ganz klar nach Zahlen. Es geht ums Geld, um nichts anderes. Es geht um Zahlen. Und wenn allein ein Handy angemeldet ist, ich habe viele Leute, die sagen, ja, für Notfall und mal im Auto. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist auch eine Lüge.
Es sterben mehr Menschen durch Handynutzung im Straßenverkehr, als über Notrufe gerettet werden. Ja, das heißt, wenn man alle Handys abmeldet, haben wir noch weniger Verkehrstod. Es ist eine Studie des österreichischen Automobilclubs. Also wer das nicht glaubt, kann auf mich zukommen. Ich habe alles belegt, was ich hier sage. Ja? Und das Zweite ist, jetzt sind wir in den Bergen. Wir haben die Lawinenrettung, wir haben die Bergwacht in den Bayerischen Bergen. Die kommen immer wieder und sagen, seit wir die Handys haben, haben wir nur Arbeit. Die Leute gehen alleine in die Berge, sie gehen spät in die Berge. Sie fahren im Winter nicht zugelassene Pisten, so nach dem Motto, ich habe ja mein Handy dabei. Ja? Und es ist eine falsche, trügerische Sicherheit. Es ist keine Sicherheit. Ja? Ein Handy ist die totale Überwachung schlechthin. Und in Deutschland haben wir jetzt noch die Vorratsdatenspeicherung. In der Schweiz ist es mittlerweile auch so. Das heißt, wenn heute ein Handy eingeschaltet wird und man bewegt sich, kann man 6 Monate später noch sagen, der war genau da, ist so gefahren, war da, ist in den Bus eingestiegen und so weiter. Das ist Stand der Technik, das ist real. Die Frage ist, was hat Sie veranlasst, jetzt in diesem Rahmen hier zur AZK zu kommen? Sie reisen hier auf eigene Kosten an. Was hat Sie motiviert, hierher zu kommen? Ja, also mich interessiert natürlich jetzt nicht nur die Gesundheit der Menschen, sondern auch unsere bürgerlichen Freiheiten. Und eine Koalition gegen Zensur, das war mir spontan sympathisch. Ich denke, dass wir bei allen unseren ökologischen und umweltmedizinischen Themen doch nie vergessen dürfen, dass die derzeitige politische Situation ganz stark geeignet ist, unsere Bürgerrechte einzuschränken. Und das sehe ich mindestens, wenn nicht noch gefährlicher. Und dazu bin ich bereit, alles einzusetzen. Jeder Mensch hat eine intuitive Gabe, Wirkliches von Unwirkliches zu unterscheiden, kann er aber nur, wenn er Wirkliches und Unwirkliches nebeneinander hört. Und darum müssen wir hören. Wir müssen informiert werden, weil wir sind von Natur immer nur Laien, immer nur Nachschwätzer. Aber von dem, was geredet wird, von diesem Urwald, von Meinungen, von Behauptungen, können wir dieser Spur der inneren Ruhe, der Spur des inneren Friedens, könntest du auch sagen, können wir nachfolgen. Und wir werden dabei ans rechte Ziel kommen. Das ist meine feste Überzeugung. Darf ich mal sehen, kennt das jemand, wovon ich spreche, dieses... Schaut euch mal um. Winkt mal. Seht ihr, ich glaube, das ist der Beweis dafür, dass wir das tun können, was wir heute tun, was wir vorhaben. Von dieser Grundvoraussetzung gehe ich aus, sonst hätte ich innerlich Angst, wenn ich das nicht glauben könnte, dass jeder Mensch ein Sensorium in sich trägt, Wirklichkeit von Unwirklichkeit zu unterscheiden. Wenn ich das nicht glauben könnte, hätte ich nicht den Mut, diese AZK ins Leben zu rufen. Ist so etwas wie die AZK wichtig für uns als Menschen, als Bürger? Sehr wichtig, finde ich. Ich finde, es sollte jemand bündeln, weil viele Menschen laufen draußen rum, sind der gleichen Einstellung, der gleichen Meinung und haben aber keinen, der sie irgendwie führt. Oder ich will jetzt nicht von einer Partei sprechen, oder das haben sie ja selber in den Zielen formuliert. Ne? Aber es ist jemand da, der das Ganze ein bisschen bündelt, die Leute ein bisschen führt, und das finde ich schon sehr, sehr, sehr wichtig. Stellt sich für uns, sind alle weißen Kondensstreifen, die man so am Himmel sieht, verursacht durch Flugzeuge, sind die alle die gleichen oder gibt es hier Unterschiede? Werner Altnickel sagt, ja, es gibt Unterschiede, erhebliche Unterschiede, vor allem lebensbedrohliche Unterschiede. Und das haben wir mal gehört als AZK, wo lebensbedrohliche Dinge geschehen, haben wir ein Recht auf Information, ein Recht auf Aufklärung. Gegenüber normalen Kondensstreifen, welche sich nach kurzer Zeit auflösen, bleiben die Chemtrails bis zu Stunden am Himmel stehen und bilden langsam eine durchgehende Wolkenschicht. Und das ist eben der Unterschied.
Was ist in den Chemtrails enthalten? Also aus den Analysen der Streifen sind folgende Inhaltsstoffe gefunden worden. Also Aluminiumverbindung und Bariumsalze. Letztere sind für das Absinken der Luftfeuchtigkeit an Sprühtagen verantwortlich. Dann Ethylen, Dibromide, Dibrominterne, die im Jahr 1984, hatte ich schon vorhin erwähnt, verboten wurden. Es ist ein krebserregender Treibstoffzusatz und ein Insektizid mit einem chloroformähnlichen Geruch. Dann Enterobacteriaceae, Darmbakterien. Sie beinhalten E. coli und Salmonellen, die im Falle von Lebensmittelvergiftung und die Verursacher sind. Da fragt man sich natürlich dann eben, was läuft da ab? Die Chemikalien gefährden unsere Gesundheit. Dann Denis Kucinich, der damals Präsidentschaftsanwärter der Demokratischen Partei war, hat im Jahr 2001 einen sogenannten Space Preservation Act eingebracht ins amerikanische Parlament, in dem explizit erwähnt ist, Chemtrails sind zu verbieten. Chemtrails sind zu ächten. Elektronische Psychotronik oder Information Weapons, das heißt Mind-Control-Waffen. Er benennt auch direkt Mind-Control, das heißt, da kommen wir gleich noch drauf, bei Haar. Haar ist für viele Zwecke einsetzbar. Durch Manipulation der elektrischen Eigenschaften in der Atmosphäre lassen sich gewaltige Kräfte kontrollieren. Wird dies als militärische Waffe eingesetzt, können die Folgen für den Feind verhängnisvoll sein. Durch Haar lässt sich ein fest umrissenes Gebiet millionenfach stärker mit Energie aufladen als mit irgendeiner anderen herkömmlichen Energiequelle. Wir stehen vor einem sehr entscheidenden Zeitpunkt der Erdgeschichte, denke ich. Und mit uns werden Dinge gespielt, die sich manche Leute halt nicht vorstellen können. Und solange wir als dumme Schafe das erdulden, werden wir eventuell über die Klippe getrieben. Und vielleicht können wir das noch verhindern, wenn genug Schafe wach werden. Die Staaten der Welt sollten sich bereit finden, und das ist im Anhang 2 der N-Mord-Konvention von 1977, steht das drin, da wir jetzt ja folgende Dinge tun können. Öffnen von Vulkanen, Erregen von Tsunamis, Öffnen von Ozonlöchern, Lenken von Stürmen, sollten wir dafür sorgen, dass diese Techniken nicht angewandt werden. Das war 1977 schon möglich. So, also wer noch die Idee hat, Regierungen tun sowas nicht, der irrt. Also Leute, steht auf, tragt die Botschaft weiter, geht in die Parteibüros rein, knallt den Leuten diese Fakten mal auf den Tisch und sagt, wir lassen uns nicht mehr verarschen. Ja? Und der Druck muss her. Wir wollen ja nicht gewalttätig werden, wir wollen positiv in die Zukunft gucken und die Zukunft ist hell und das Helle besiegt das Dunkle. Und so will ich auch damit schließen. Helft mit, weil die öffentlichen Medien müssen dazu gebracht werden, dazu gezwungen werden, dass irgendwann die Leute sagen, ich bestelle meine Zeitung ab, ihr berichtet ja nichts. Ja? Wieso berichtet ihr darüber nicht? Also das muss einfach nicht nur verinnerlicht werden, sondern raus. Steckt die Leute an, macht es zu einer Bewegung und dieser Tag bringt ja schon wieder eine ganze Ecke die Thematik nach vorne. Vielen Dank. Ich halte es für sehr wichtig, weil wir, wie Reisig oder irgendjemand gesagt hat, wir werden maßlos belogen. Wenn man irgendwo hinten kratzt und nachguckt, stellt man fest, haltlos. Das fängt bei der Geschichte an, die wir haben, also unsere Historie, die also sehr problematisch ist, bis hin zu den Dokumenten, wie zum Beispiel Neue Testament, wie alt, wie richtig und so weiter das ist. Überall stößt man eigentlich darauf, dass da irgendwie Unstimmigkeiten sind. Nun, uns wird über die Politik, über Politiker ständig eingetrichtert, dass die Klimakatastrophe uns alle unter den Boden bringt, dass der Wasserhochstand kommt, dass wir alle ersaufen, auf der anderen Seite alle der Dürre verfallen. Und unser Herr Dr. Helmut Böttiger ist aber ein Experte auf dem Gebiet und er schreibt in einem seiner Vorworte, weder fanden seit der Jahrtausendwende die prophezeiten Überschwemmungen kleiner Inseln noch die heißen Sommer oder Winter statt.
Also wenn das nicht stimmt, was uns gesagt wird, dann müssen wir fragen, was bedeutet denn diese Klimaerwärmung? Gibt es die überhaupt? Und wenn ja, wer ist dafür zuständig? Das Klima ist ein schwer zu modellierendes, chaotisches System und die langfristige Voraussage von Klimazuständen ist nicht möglich. Ja, was denn nun? Herr Latif sagt es uns so und die Bibel, der Klimaretter, sagt es ganz anders. Aber dieser Satz steht natürlich nicht in der Zusammenfassung für Politiker. Nur CO2 ist die Lebensgrundlage, das müssen wir auch wissen. CO2 ist die Pflanzennahrung schlechthin und ohne Pflanzen haben wir auch nichts zu beißen. Wir hatten sehr hohe CO2-Werte und die sind allmählich runtergegangen. Grund daran ist, dass die Pflanzen eben das CO2 sehr gerne mögen und daraus und unter anderem auch unsere Nahrungsmittel erzeugen, sich selbst und unsere Nahrungsmittel. Und deswegen hat der CO2-Gehalt deutlich abgenommen. Gleichzeitig gab es noch andere, die CO2 sehr gerne mögen. Sie wohnen hier in den Alpen, sie kennen den Kalk. Nicht? Das sind Meerestiere gewesen, die Calcium mit CO2 verbunden haben und dadurch Kalkstein gemacht haben. Und deswegen sind die, CO2-Bestände in unserer Atmosphäre zurückgegangen. Und Sie sehen unten die Kurve, die zwischen Warm- und Kaltzeiten hin und her geschwankt ist, die also mit dem CO2 nicht viel zu tun hat. Nur das CO2 ist die Treibhausgase sind in der Lage, durch Stoßaktivierung die Luft wieder zu kühlen. Das CO2 und die Treibhausgase übernehmen die Verantwortung, dass sich die Atmosphäre, die Luft, unsere Luft nicht überhitzt, sondern sie sind der Mechanismus, um die Wärme, Energie aus der Atmosphäre herauszubekommen. Das heißt, letzten Endes kühlt CO2. Das ist richtig. Die Ölindustrie will Geld verdienen. Nicht verkaufen, sie will Geld verdienen. Das Problem ist nur, Energie ist die Grundlage unserer Existenz, unserer Versorgung. Und deshalb muss man natürlich sich rechtfertigen. Eine Klimakatastrophe ist die beste Rechtfertigung, um dem Brotkorb der Nationen die Energieversorgung hochzuziehen. Tatsache ist natürlich, dass das CO2 diese Turbulenzen nicht unterbinden kann. Das wird verwirbelt. Das CO2 steigt mit auf mit der Luft oder fällt auch mit ab mit der kühlen Luft. Das heißt, das CO2 bietet keinen Schirm. Das ist kein Naturgesetz, sondern das ist dummes Zeug, was uns da erzählt wird. Je mehr Leute darüber Bescheid wissen, desto weniger wird es möglich sein, das gegen den Willen der Bevölkerung durchzudrücken, was leider die EU will. Es ist sehr schwer, über das Thema Gentechnik zu reden, deswegen, weil es von den Medien leider sehr verschwiegen und unterdrückt wird. Insbesondere Fernsehen und was die Leute zu Hause nicht sehen, dass sie glauben, sie sind ähnlich betroffen. Instinktiv sagen sie, es geht, ich mag es nicht. Dass sie hierher kommen müssen, zu Tausenden, dass sie dann etwas bewirken, das wissen die wenigsten. Unser Wissen ist die schärfste Waffe. Deswegen bin ich hergekommen. Also warum haben wir diese Männer eingeladen? Wir haben sie eingeladen, weil ein Wald von unabhängigen Wissenschaftlern auch hinter ihnen steht, hinter diesen Aussagen, die wir jetzt hören werden. Ein Wald unabhängiger Wissenschaftler, die sagen, eine weltweite Hungersnot mit noch nie dagewesenem Ausmaß voraus, wenn das stimmt, was diese Männer sagen. Um was geht es heute? Um das tägliche Brot. Wir beten zuweilen und gib uns unser tägliches Brot. Bald werden wir weiter beten müssen und verschone uns von den krankmachenden Genen der Firma, der Gentechnikfirma. Es geht um den Krieg des Essens. Die Einführung von Gentechnik in Europa kann nur zu einer Katastrophe führen. Selbstverständlich Krankheiten, Hunger, Teuerung
Bienensterben, alles, was damit verbunden ist. Bis zum 800-fachen des Lektins hat er den Tieren gegeben, die haben keine Reaktion gezeigt. Dann hat er das Lektin gentechnisch verändert an Ratten probiert und in kurzer Zeit hatten die kleinere Hirne, kleinere Hoden und eine kaputte Leber. Glauben Sie, die haben die Forschung weitergetrieben? Oh nein! Die Forschungsunterlagen wurden beschlagnahmt, der Wissenschaftler wurde gefeuert, die Firma Monsanto hat eine großzügige Spende an das Robert-Institut geschickt und der Blair hat den Direktor angerufen und er war weg vom Fenster. Seine gründlichen Forschungen wurden von 15 Wissenschaftlern auf der ganzen Welt bestätigt. Und trotzdem hat die EU überhaupt kein Interesse, diese Forschung weiterzuführen. Warum? Weil sie natürlich der Tod der gentechnischen Veränderung, der gentechnischen Veränderung in der Landwirtschaft wären, die ja wunderbar viel Einnahmen bringt. Und dann heißt es immer, der Medizin ist es ja ganz ungefährlich, ist es anerkannt, die Gentechnik. Wenn so ein Schmarrn in der Gentechnik macht in der Medizin genauso viel unvorhergesehene Katastrophen. Nur hat man den einen Vorteil, man kann ein Medikament zurückrufen, niemals aber einen verseuchten Acker wieder genfrei machen, weil über die Samen, über die Vögel, über die Pollen er immer wieder infiziert wird. Kriegt es noch einen gentechnisch veränderten Biojodler? Darum bin ich biologisch, biologisch, biologisch. Darum bin ich biologisch, darum bin ich biologisch, biologisch. Und wir wissen aus der Physik, dass jede Ursache auch eine Wirkung hat und umgekehrt. Vor der Globalisierung hatten wir in Österreich und auch in Europa die bestkontrolliertesten Lebensmittel. Da hat es noch geheißen, Vertrauen ist gut, aber die Kontrolle ist besser. Jetzt kontrolliert die EFSA, die Europäische Lebensmittelkontrolle, selbst fast überhaupt nichts mehr. Sie übernimmt nur mehr die Gutachten der multinationalen Konzerne 1:1. Und das ist wirklich für mich kriminell. Wir haben bereits als Plattform die Europäische Union zweimal eingeklagt und zweimal auf Unterlassung. Es ist logisch. Dankeschön. Dankeschön für eure Solidarität. Es ist ganz logisch, alles, was ein Unternehmer produziert, zum Beispiel dieses Glas, für das muss er haften. Für die gefährlichste Sache der Welt, die irreversibel ist, nie wieder umkehrbar gemacht werden kann, für die braucht niemand haften. Das ist für uns höchst kriminell. Unsere Umwelt wird für immer verseucht, irreversibel, nie wieder rückkehrbar zu machen. Auch unsere Lebensmittel werden verseucht. Deshalb fragen wir uns, was hat das Leben überhaupt noch für einen Sinn, wenn unsere Lebensmittel vergiftet werden, wenn unsere Umwelt für immer verseucht wird? Weil kein Wissenschaftler kann das rückgängig machen. Unsere unabhängigen Wissenschaftler sagen auch, weil keiner mehr nachwachsendes Korn hat, dass wir der größten Hungersnot der Welt entgegengehen. Aber wir haben noch die Möglichkeit in Europa, vehement gegen diesen Wahnsinn der Welt, der auf uns zukommt wie ein Tsunami, wirklich dagegen anzukämpfen, mit Gottes Hilfe. Und unsere Aufgabe gesehen war einfach darin, also jetzt nicht zu bekehren oder zu belehren, sondern einfach die zweite Meinung offen zu legen. Und dann muss jeder selber entscheiden. Und dann ist das natürlich ein wunderbarer Anlass heute gewesen. Wir organisieren selber sehr, sehr viele Vorträge, aber das ist natürlich ein wunderbarer Anlass vor so vielen Menschen, dass man dann weitersagen kann, was einen bewegt und was wichtig ist. Und ich kann jeden Satz belegen, den ich sage. Ich muss keine Angst haben, nicht vor einem Professor, nicht vor einem Chefarzt, nicht vor unserem Gesundheitsminister, vor wem? Ich muss vor niemandem Angst haben. Ich habe meine Argumente, die mir bis heute noch niemand widerlegen konnte. Also die Durchsetzung der Wirklichkeit
ist unser Lohn. Ja? Ich möchte nicht Geld verdienen, weil ich weiß, wenn wir die Wirklichkeit nicht durchsetzen, wie sie ist, dann werden wir mit unserem Geld eh bald nichts mehr anfangen können. Eigentlich lebe ich nach dem Motto, wenn man die Wahrheit sagt, darf man doch keine Angst haben, oder? Ich muss doch nur Angst haben, wenn ich lüge. Ist es nicht so? Denn wenn das Volk zur Mündigkeit kommen soll, dann braucht es Stimmen und Gegenstimmen.